1:1, Schlussresultat zwischen BSC Ibe und dem GCZ. Bei mir jetzt der Cedric Zesiger. Der erste Punktverlust vor Saison, der resultiert nach 90 Minuten. Warum hat es nicht gelangt für einen Sieg? Ja, ich glaube, wir sind nicht so gut aus der Pause gekommen. Wir bekommen das unnötige Goal. Und dann haben wir uns gefangen, haben gedrückt, haben Chancen gehabt, haben sie nicht gemacht. Und schlussendlich ist es 1:1. Aber eben, wir hätten mehr wollen heute. Wir hätten sicher die 3 Punkte hier wollen lassen. Aber weiter geht's. Wir haben noch nicht verloren. Haben heute viele Sachen gut gemacht. Es gibt sicher ein paar Punkte anzuschauen, die wir nicht so gut gemacht haben. Aber eben, weiter geht's. Der Weg ist noch lang. Spiel zu Spiel nehmen und dann kommt es gut. Nach einer super ersten Halbzeit, wo man vielleicht am Anfang ein bisschen Mühe hatte, den Tritt zu finden, ist man eine super Partie. Und das 2-0 machen mit dem Penalty macht es nicht. Und in der zweiten Halbzeit hat man am Anfang auch sehr lange Mühe. Was war dort der Grund, dass man nicht so richtige Partie reinkommt? Geht es immer mehr, ist aufgekommen? Ja, eben durch den verschossenen Penalty vielleicht haben sie ein bisschen die Hoffnung zurückbekommen. Weil ich glaube, wenn wir dort das 2-0 schießen, ist der Match gelaufen. Aber eben, wir haben eigentlich aus der Halbzeit rausgekommen und das zweite Goal suchen. Das ist uns nicht so gelungen, haben dann eben den Ausgleich bekommen. Aber wie gesagt, wir haben weitergemacht, wir haben uns Chancen kreiert. Das ist sicher schon mal gut. Jetzt müssen wir einfach effizient werden und die Goal schießen. Die Kulisse heute war stimmungsvoll. Alle im Eibeliebli, im Stadion, wunderbare Kulisse, lautstarker Support. Wie habt ihr es auf der Ränge wahrgenommen? Ja, ich glaube, jedes Spiel speziell. Heute sind ein bisschen mehr Gelbe da gewesen, sonst haben sie auch ein bisschen andere Farben. Aber nein, es ist eine coole Stimmung jedes Mal. Heute war es super Fußballwetter gewesen. Ich glaube, einmal mehr sind die Fans hinter uns gewesen, haben uns gepusht. Und das macht uns unglaublich stolz, vor so einer Kulisse zu spielen. Ich glaube, das gibt es in der Schweiz kein zweites Mal. Und auf das sind wir stolz. Es war eine tolle Kulisse, es war aber auch sehr heiß gewesen. Wie erholt man sich jetzt und sorgt dafür, dass man am Donnerstagabend in Finnland wieder parat ist? Ich glaube, ein Eisbad wäre nicht schlecht. Nein, eben, weitermachen, die Sachen, die nicht gut waren, anschauen und die Punkte, die schon gut waren, so wieder machen in den nächsten Spielen. Es ist eine intensive Zeit, wir haben nicht viel Zeit, um uns zu erholen. Darum die Mentalität muss stimmen, dass wir alle 3 Tage parat sind, um 90 Minuten voll durchzuspielen. Und im Moment stimmt es. Sicher ist noch nicht alles perfekt, aber an dem arbeiten wir und dann kommt es dann gut. Also, eine gute Aufarbeitung und Hobby am Donnerstag, alles Gute. Merci, Cesi.